So, ein Abend bei Fix. Leider nur ziemlich kalt. Hier, ein kleiner Fotobomber hier. Guten Morgen und Servus aus Südafrika. Hier haben wir drei Freunde, die jetzt auf dem Weg sind nach Hermanus. Zwei Freunde. Fokas. One, two, three. Drei Freunde. Okay. Three, one, two, three. Anyway, okay, also. Drei Menschen bewegen sich auf. Drei Menschen bewegen sich jetzt Richtung Hermanus an der wunderschönen Küste entlang. Am Clarence Drive auf der R310 direkt über den Strand. Das wird eine super schöne Fahrt. Ich hoffe, es wird nicht zu windig. Und ich bin froh, dass ich euch wieder dabei habe. Und ich würde sagen, let's go. Are you ready, guys? So yes! Jetzt fahren wir durch den Vorort von Constantia, ein weiterer Vorort von Kapstadt. Viel Grün, hohe Bäume, gepflegte große Grundstücke. Man kann sagen, ein eher besserer Stadtteil von Kapstadt. Wenn man hier durchfährt, sieht man jede Menge Eichen. Das hat damit was zu tun, weil die wollten früher hier ihre eigenen Eichenweinfässer produzieren und haben dann Eichen gepflanzt, aber wegen des besseren Klimas hier hat das Eichenholz eine geringere Dichte, was dazu führt, dass der Wein in den Fässern verdampft. Na, übrig geblieben sind jede Menge Eichen und sie müssen die Fässer nach wie vor aus Frankreich oder Kanada einführen. Hello. Sir, how are you? Is it closed? It's closed, yes, sir. But you can go through this road very slowly for me. You will see trucks walking on the roadway. There's a side slip there. Go on the side slip slowly. Okay, okay. Thank you very much. Thank you. My friends as well. I can come. Okay, you just have to go very slowly. For sure, for sure. 100%. Thanks so much. Es ist extrem viel Sand hier auf der Straße, weil der Wind natürlich das vom Meer rüber bläst. Aber jetzt haben wir hier den lieben Police Officer gehabt, der hat uns direkt jetzt durchgelassen. Das ist natürlich toll. Das sind einfach so die Sachen in Südafrika, wo man wirklich sagen muss, hier wird noch irgendwie mit Freundlichkeit regiert, ne? We're going vans now. Thank you. The policeman let us through. Okay, okay, thank you. Okay. Yeah. So, und weil die Straße gesperrt war und der liebe Polizist uns durchgelassen hat, gehört uns jetzt diese gesamte Traumstraße. Auf der R310 muss man dann auch durch das Township von Khayelitsha fahren. Das sind so die Ausläufer hier. Riesig,
bis zu 1 Million Einwohner hier in Blechhütten. Ja, auch das gehört zu Südafrika. So, jetzt sind wir am Clarence Drive. Der Clarence Drive, wie gesagt, ein Motorradfahrerparadies mit einer perfekten Straße, mit perfekten Kurven. Und dann habt ihr permanent hier diese Aussicht. Absoluter Traum. Aber nur ganz kurz geografisch, das heißt die sogenannte False Bay, also die falsche Bucht. Das war früher irgendwie, haben die eine Täuschung gehabt, deswegen haben die so genannt. Aber wenn ihr euch jetzt da hinten einmal diese Berge anschaut, die aus dem Meer rausragen. Ich weiß nicht, inwieweit dass man das sehen kann mit der GoPro, aber diese Berge sind im Prinzip die Landzunge oder die Halbinsel, die dann da und da ganz unten im Süden das Kap der Guten Hoffnung bildet. Na, also nicht der allersüdlichste Punkt, aber das Kap der Guten Hoffnung, der südwestlichste Punkt von Afrika. Na, also das ist hier da dieser letzte kleine Berg, den man da erkennen kann. Das ist das Kap der Guten Hoffnung. Eine Überraschung habe ich da hier an der Seite von der Straße Gabi und Peter getroffen. Die haben hier so einen kleinen Foodtruck mit Alpine Cuisine. Und Alpine Cuisine ist lecker Schweinshaxen, lecker Fleischpflanzerl, Frikadellen für diejenigen, die das nicht verstehen. Servus Gabi und Peter, wie geht's euch? Servus, ja. Sehr gut. Geht's. Also, es ist eine totale Überraschung. Wir sind immer total happy, dass es sowas Leckeres, Gourmet-mäßig da direkt am Clarence Drive gibt. Ein absoluter Traum. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund, sagen wir, also ich kann nicht mehr lang reden. Super, schön, dass es euch gibt und ich nehme auf alle Fälle noch eure Telefonnummer und so, dann können die Leute, wenn sie mal hier sind, dann schauen, dass ihr wirklich da seid, wenn die hier fahren und ihren Tag entsprechend planen. Gerne. Gell? Also, vielen Dank, es schaut super lecker aus und ich hau da jetzt voll rein. Ja, dann lasst es gut schmecken, gell? Ja, danke. Also, Alpine Cuisine, da müsst ihr mal anrufen. Ja, da hat es dann überall so kleine Parkplätze und so, wie gesagt, hier hat es die lecker Schweinshaxen da von unseren zwei Wienern. Also es ist wirklich schön, wenn man hier fährt und man fährt hier, wenn man Zeit hat, die schöne Route Richtung Hermanus und das führt einem dann an Pringle Bay vorbei. Da kommt man dann durch Betty's Bay, Kleinmond und dann ist man in Hermanus. Was dir geschmeckt, Uwe? Hey Peter, ich bin ja jetzt schon 15 Jahre in Südafrika, aber ich muss ehrlich sagen, ich komme wieder. Das ist schön. Super lecker, Kruste obendrauf, aber das war schön warm. Eine super leckere Semmel, das ist ein Baguette oder was das ist. Sauber Sauerkraut drin, ein bisschen Senf obendrauf. Vielen Dank, Peter, das war super lecker. Sehr gerne, Uwe. Super, danke. Ciao. Ciao, Papa. Ciao. Des Clarence Drives und wir fahren jetzt durch Royals Richtung
Pringle Bay und Betty's Bay. Jetzt sind wir bei Benguela Cove. Das ist so ungefähr 20 Kilometer westlich von Hermanus. Weingut, ne? Ist total schön angelegt. Mit Parks und allem möglichen Gärten und so weiter. Aber was mich besonders fasziniert, ist diese absolut Wahnsinnsstatue hier. Hier im Garten vom Benguela Cove, direkt an der Lagune, steht eine 7 Meter Bronzestatue, erschaffen von Anton Schmidt. Die heißt Faith und das heißt auf Deutsch so gut wie Schicksal, wenn man das übersetzt. Und ja, könnt ihr euch dann selber irgendwie mit der Fantasie interpretieren. Auf alle Fälle schaut die total schön aus, vor allem in dieser wunderschönen Lagunenlandschaft. Fixed Pool ist ein total schönes Restaurant direkt am Wasser an einem Gezeitenpool in Hermanus. Wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt aber noch einen Tisch. So, da kommt man dann die Treppe runter und dann haben wir dann hier diese Wahnsinnsaussicht direkt übers Meer am Fixed Pool. Es ist heute nicht einmal allzu viel los, ist natürlich extrem windig und deswegen nicht besonders viele Leute. Aber total die coole Beach Lounge hier. Jede Menge Tische. Allerdings ein bisschen wind exposed. Ne? Und wenn ihr euch das hier anschaut, ne, also hier verbringt man schon mal gerne ein paar Stunden beim Cocktail und so die coole Mucke. So, ein Abend bei Fix. Leider nur ziemlich kalt. Hier, ein kleiner Fotobomber hier. Ja, ist total schön hier, aber natürlich eisig. Ne? Oh, jetzt haben sie gerade das Licht eingeschaltet. Schaut mal, wie schön das hier ist. Ne? Super cool. Also Fix in Hermanus. Für den heutigen Tag verabschiede ich mich von euch. Morgen geht's weiter. Die Folge ist nicht zu Ende. Und let the adventure continue. Die Christmas, also Weihnachtsdekoration von Hermanus. Und böse Zungen behaupten, dass das ausschaut wie Toilettenpapier mit LEDs drin. Ein fantastischer Morgen hier in Hermanus bei Sonnenschein, wenig Wind. Direkt hier am Fixed Pool. Da schwimmen die Fischlein unten drin. Bisschen kalt immer noch, aber wärmer wie das Meer draußen, weil sich diese Gezeitenpools aufwärmen durch die Sonneneinstrahlung. Das ist ein abgeschlossener Bereich. Ich stehe jetzt hier gerade auf der Terrasse von Fixed Pool. Leider ist hier noch nicht viel los. Hier gibt es auch schöne Wanderwege an diesen Klippen entlang. Also Hermanus hat eine kleine Steilküste, ungefähr 30 bis 40 Meter hoch. Und oben am Plateau haben sie entlang der gesamten Küste der Stadt diese kleinen Zementwege angelegt, wo man richtig schön spazieren gehen kann. Natürlich ist es dann auch optimal, weil man hat eine erhöhte Position. Und von August bis Oktober kommen hier die südlichen Glattwale zum Kalben vorbei. Hermanus ist die Location in der Welt, wo man Wale wirklich ganz knapp bis an die Küste hier sehen kann. Und man muss nicht einmal aufs Boot. Ne? Also man kann Wale hier beobachten von 30 bis 40 Meter Höhe. Runterschauen, die sind keine 100 Meter von euch weg. Das ist absolut fantastisch. Da hinten ist das Hermanus Boutique Guesthouse. Da habe ich heute Nacht übernachtet. Wunderbare Location. Keine 30 Meter weg vom Wasser. Also wirklich fantastische Gegend hier. Ich bin total happy. Und wenn ihr mal hier seid, da kommt ihr hier mit Sicherheit auf eure Kosten. Das ist eine wunderschöne Sache hier. Ich gehe jetzt mal ins Hermanus Boutique Guesthouse.
kleines Frühstück und dann zurück aufs Bike und dann geht es mal landeinwärts, wo es ein bisschen wärmer wird. Und hoffentlich bleibt der Wind heute auch weg, weil gestern war es gar nicht mehr lustig mit zu viel Wind. Ich sehe euch später. Ciao. Zeige ich euch mal, wie das auf der Karte genau ausschaut, dass ihr auch wisst, wo wir sind. Wie immer haben wir hier herüben in Hout Bay angefangen, durch den Wald durch, dann Richtung Somerset nach Gordons Bay. Okay. Mal aus der Stadt raus, es ist immer ganz ätzend, aber es ist halt eine Großstadt. Ne? Dann Gordons Bay, Clarence Drive, diese wunderschöne Küstenstraße am Clarence Drive entlang. Hier hat es ungefähr unsere schöne Schweinshaxe gegeben von unseren schönen oder lieben Wienern. Dann weiter Pringle Bay, noch Betty's Bay, Kleinmond, dann hier Benguela Cove und dann hierher nach Hermanus. Ne? Heute geht es weiter von Hermanus über das Hemmel- und Adertal nach Culloden, kleines Stück zurück auf der N2, dann rauf auf der R43 nach Villiersdorp und dann über Robertson nach McGregor. Und bevor ich jetzt hier noch lang rumrede, geht's direkt los. Jetzt geht's ins Hemmel- und Adertal, ein Seitental, das vom Meer weggeht, rauf Richtung Landesinnere. Beiden Seiten des Tales natürlich üppige Weinbau, Kultur und ein Haufen ganz schöne gepflegte Weinestates. Und eins davon schauen wir uns jetzt am besten gleich einmal an. So, Creation ist wahrscheinlich das angesehenste Weingut in Hemmel und Adertal. Es gibt viele, aber das ist einfach das Schönste. Ne? Allein wenn man da reinkommt mit den ganzen Blumen, ist einfach wunderschön. Und das schauen wir uns einmal an. Wein ausprobieren geht jetzt natürlich auf dem Bike nicht so optimal. Aber ja, schön anzuschauen, ne? Schöne Bilder. So, das rechts von uns sind jetzt lauter Shiraz-Trauben her. Ja, wunderschön angelegt mit dem Berg da hinten im Hintergrund. Nein, es ist ein absoluter Traum hier. So schön. Die Weinberge durch. Wunderbar. Und jetzt geht es wieder runter auf die kurvenreiche Hemmel- und Aderstraße Richtung Culloden. Und hier wächst der Agapanthus. Thank you.
ist der Tierwaterskluft Damm, einer der größten Wasserspeicher, den die Stadt Kapstadt hat. Und wer sich erinnern kann, 2017 hat Kapstadt fast kein Wasser mehr gehabt und da ist dieser ganze Damm, also dieser See, den ihr das gesehen habt, im Prinzip komplett trocken gefallen. Drei machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend im Four Cousins Wine Estate. Ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Episode dabei seid, wenn es über den Franschhoek Pass nach Franschhoek geht. Wir erkunden den Bergriverdamm und dann geht es über das Kap Weinland zurück nach Kapstadt. Ich hoffe wirklich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann bitte wie immer unten abonnieren, einen Daumen hoch. Dann vergesst ihr nämlich nicht, dass ich euch wieder zu meinem nächsten Abenteuer mitnehme. Und da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Video. Euer Uwe. Ciao.